heiße Grégoire Chouvet, ich unterrichte da Sportdidaktik und ich hatte Herr Bright, Herr Le, Herr Le, Le, ah, en français c'est Le, genau, im Basissemester, das heißt, ich unterrichte mit den Studierenden 12 Einheiten. 45 Minuten, ich kannte die Studierenden noch nicht und auch Luc und Damien waren für mich noch neu da. Also es war ein sportlicher Beginn. Und ich möchte einfach nur kurz vorstellen, was wir so an Aufgaben improvisierten oder konstruierten in diesen 12 Wochen. Und es sind dabei auch Aufgaben, die ich wahrscheinlich auch zukünftig aufgeben werde. Es ist eben eine Zusammenfassung, was passiert ist und was auch zukünftig passieren könnte mit den zukünftigen Studierenden von Ecclesiv. Ich habe das wie so strukturiert, das sind so Aufgaben im Bereich von Assistenz, ja. Und dann, klar, gab es natürlich immer spannende Probleme. Das funktioniert im Kopf ja immer sehr gut. Und nachher muss man ad hoc Lösungen finden. Und entweder passiert das in der Lektion selbst oder zwei Wochen später. Aber dann ist es zu spät, aber wir sind ja im Aufbau dieser Ausbildung. Also ich möchte nur kurz die einzelnen Aufgaben vorstellen. Wir haben so abgemacht, dass Luc und Damien ein bisschen früher kommen, also bevor die Studierenden kommen. Und da hatte ich die Gelegenheit, kurz vorzustellen, was das Thema ist der Lektion und was unterstützend wäre für die Vorbereitung. Und das ist beispielsweise, weil wir nur 55 Minuten haben, schon das Aufbauen von Geräten oder von Kleingeräten. Ja? Und ein mögliches Problem ist die Bezeichnung der Geräte. Also da haben schon alle Schwierigkeiten. Es gibt bei den Hochsprungmatten 4 verschiedene Begriffe. Mammutmatten, dickere Matten, 30er Matten, Schaumgummimatten und so weiter. Und da muss man einfach kommunizieren können. Und ich bin dran, mit Katrin Jausi ein Glossar zu machen mit Fotos und mit schematischen Abbildungen. Genau, das nennt man ein Bock oder ein Böckli. Und bitte hol mir 12 Maßstäbe und du verteilst sie in der Halle so und so. Und da kann ich bereits irgendwie den Beamer aufstellen, falls nötig, und muss mich um gewisse Materialien nicht noch kümmern. Also, das ist eine mögliche Aufgabe und ein möglicher Lösungsansatz, falls es Probleme gibt. Genau, Anwesenheitsausfüllen, das bedingt natürlich, dass man die Leute kennt. Auch ich, nach 3 Wochen kenne ich die Namen noch nicht, aber sie sind ja jeweils mehr unterwegs mit den Studierenden und irgendwann konnte ich sagen, Bryant, machen Sie doch bitte für mich die Anwesenheitsliste, da kann ich bereits beginnen. Das Bilden von Teams, wenn zum Beispiel Spiele angesagt sind, da sind Sie sehr affin mit Apps und es gibt eine mögliche App, das heißt Team Marker Pro, da muss man einfach die Studierenden oder die Schüler auf eine Reihe platzieren und durchzählen von 1 bis 22 oder wie viele es sind. Und nachher muss ich einfach sagen, ich brauche 4 Teams und nachher baff wird gedrückt. Und dann mit dem Zufallprinzip lesen Sie die Nummern, sprich eben die Mannschaften vor. Und da bin ich auch froh, wenn ich das nicht erledigen muss. Spiele leiten. Ja, das kann je nach Spiel natürlich kompliziert sein. Ein Basketballspiel pfeifen, das ist schon für uns Sportlehrkräfte anspruchsvoll.
Aber es gibt sicher einfachere Spiele, wo man einfach mit einer guten Einführung die Leitung abgeben kann. Allerdings, also wenn das Pfeifen mit den biologischen Strukturen nicht funktioniert, braucht es Pfeifen. Und da weiß ich noch, ich glaube, so eine normale Trillerpfeife, die man kennt von Sportlehrpersonen. Und das ging aber irgendwie nicht gut. Dann nehmen wir die Handpfeife. Das ist eine Handpfeife, das sieht aus wie eine Birne. Und das ging irgendwie auch nicht so gut mit dem Drücken. Man muss irgendwie so dynamisch drücken. Und dann sind wir spontan auf die Idee gekommen, okay, komm, jetzt schmeißt du das, die Pfeife am Boden und dann kannst du drauf treten und wenn man tüpft, dann funktioniert das. Genau, also das waren so einige Ansätze als Problemlösung. Genau, also man kann durchaus auch filmen lassen, wenn es um Bewegungslernen gibt, Rückmeldungen. Mit dem iPad funktioniert das wunderbar, wie gesagt, die technischen Geräte, das ist gar kein Geheimnis für Herr Bright und für Herr Lilly. Wir haben auch mal Mini-Volleyball gespielt. Es geht ja nicht darum, mit ihnen so das ganze Sportprogramm zu machen, damit sie später demonstrieren können, sondern aber doch ab und zu so das Bewegungslernen nochmals zu erleben und auch die Schwierigkeiten erleben zu lassen, die damit verbunden ist. Und Volleyball, das ist sehr technisch, da muss man sehr fein arbeiten und da haben wir das so gelöst, wir haben nicht Mini-Volleyball gespielt, sondern Mantaball. Mantaball, dann nimmt man einfach so von daheim ein Tuch, ja, und da nimmt man die zwei Ecken und da kann man den Ball einfach so durch Strecken des Tuches hochwerfen und wieder fangen. Man kann einen Ball über die Schnur auch so machen. Es ist aber gar nicht so einfach, weil da müssen zwei Leute miteinander koordinieren, ja, was beim normalen Mini-Volleyball nicht der Fall ist. So, das wären so einige Aufgaben, die wir zusammen gemacht haben. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Semester und auch auf das Feintuning unserer Zusammenarbeit mit Ihnen. Gut, danke schön.